Das Internet ist schon längst Teil unseres Alltags geworden. Wir teilen ständig Dinge über uns und unser Privatleben. Was wir essen, Leute, die wir treffen, Orte, die wir besuchen und was wir lesen. Lass es mich genauer erklären. In diesem Moment, wenn jemand versucht, etwas über dich herauszufinden, sieht er, wer du bist, wo du bist, erkennt dein Betriebssystem, die Webseiten, die du besucht hast und den Browser, den du dafür benutzt hast und so viel mehr Informationen über dich, die du vermutlich nicht mit jemandem teilen wolltest, der deine Daten für seine Zwecke ausnutzt. Das passiert nicht, wenn du Tor benutzt. Der Tor-Browser schützt deine Privatsphäre im Netz. Tor schützt deine Internetverbindung durch 3 Verschlüsselungsschichten und lenkt sie über 3 Server, die von Freiwilligen auf der ganzen Welt betrieben werden. Das ermöglicht dir, dich im Internet anonym zu bewegen. Tor schützt dich außerdem vor Massenüberwachung durch Konzerne und Regierungen. Vielleicht lebst du in einem autoritären Land, das versucht, das Internet zu kontrollieren und zu überwachen. Oder vielleicht willst du einfach nicht, dass große Unternehmen deine persönlichen Informationen zu ihrem Vorteil nutzen können. Tor lässt alle Benutzer gleich aussehen. Das verwirrt den Beobachter und macht dich anonym. Je mehr Leute das Tor-Netzwerk benutzen, desto stärker wird es. Es ist leichter, sich in einer Menschenmenge zu verstecken, wenn alle gleich aussehen. Du kannst außerdem Zensurmaßnahmen umgehen, ohne dich darum zu sorgen, dass der Zensor weiß, was du im Internet machst. Werbung wird dich nicht mehr monatelang verfolgen, nur weil du einmal auf ein Produkt geklickt hast. Wenn du Tor benutzt, wissen die Webseiten nicht, wer du bist und aus welchem Teil der Welt du auf sie zugreifst. Es sei denn, du loggst dich ein und sagst es ihnen. Wenn du Tor herunterlädst und benutzt, kannst du Leute beschützen, die Anonymität brauchen, wie zum Beispiel Aktivisten, Journalisten und Blogger. Installiere Tor und benutze es. Oder betreibe einen Relay.